Ich bin der Meinung, dass alle übereinstimmen, dass die Rettung stattfinden muss. Aber die große Frage ist, was passiert nach der Rettung im Mittelmeer? Und da bin ich der festen Überzeugung, solange die Rettung im Mittelmeer verbunden ist mit einem Ticket nach Mitteleuropa, machen sich immer mehr Menschen auf den Weg und immer mehr Menschen ertrinken auch bei der gefährlichen Überfahrt übers Mittelmeer. Das bedeutet, was wir brauchen, ist zum einen sicherzustellen, dass illegale Migrationswege geschlossen werden. Die Rettung im Mittelmeer darf nicht mehr verbunden sein mit dem Ticket nach Mitteleuropa. Die Menschen müssen dann an der Außengrenze gestoppt, versorgt und in Transit- oder Herkunftsländer, wenn möglich, zurückgestellt werden. Und parallel dazu mehr Hilfe vor Ort und legale Wege. Ist jetzt Ihr Ziel, Flüchtlingslager zum Beispiel in Ägypten zu errichten und sie dorthin zurückzubringen? Oder ist die Außengrenze im Meer oder ist die Außengrenze bei Lampedusa? Wo ist die Außengrenze? Also wo die Außengrenze liegt, das ist geografisch klar geregelt. Die Rettungen finden ja auf hoher See im Normalfall statt, meistens schon sehr nahe an der libyschen Küste. Nach der Rettung müssen die Leute, wenn möglich, in ein Flüchtlingszentrum in Ägypten oder Tunesien. Gibt es da eine Chance für so ein Flüchtlingszentrum in Ägypten? Weil das gibt es ja nach wie vor nicht. Ja, aber weil es noch kein ordentliches Angebot seitens der Europäischen Union gibt. Wenn wir wollen, dass es dort ein Flüchtlingszentrum gibt, dann wird das mit entsprechender finanzieller Unterstützung möglich sein. Davon bin ich fest überzeugt. Haben Sie sich in so vielen Dingen durchgesetzt, was ja auch Ihre Popularität ausmacht? Ich erinnere nur Westbalkanroute. Ja, werden Sie sich auch durchsetzen, was dieses eigentlich, wenn man so sagen darf, tolkerte Flüchtlingslager da in Ägypten anbelangt? Das kann ja nicht so schwierig sein. Wenn man das halbwegs unterstützt, wie man derzeit die Türkei unterstützt, müsste das ja eigentlich machbar sein. Ich bin hundertprozentig sicher, dass das am Ende des Tages die europäische Flüchtlingspolitik werden wird. Genauso wie mir bei der Westbalkanroute. Die europäische Flüchtlingspolitik soll ein großes Auffanglager in Ägypten werden. Die europäische Flüchtlingspolitik wird einen Systemwechsel am Mittelmeer bringen. Das bedeutet, Sie müssen sich anschauen, jedes Jahr machen sich mehr Menschen auf den Weg und jedes Jahr trinken mehr. Das heißt, unsere Politik, die wir derzeit als Europa im Mittelmeer verfolgen, führt weder dazu, dass weniger Menschen zu uns kommen, noch führt sie dazu, dass weniger sterben. Wir brauchen dieses Flüchtlingslager in Ägypten, an das Sie fest glauben, heuer noch oder nicht heuer? Hoffentlich, weil sonst werden heuer wieder mehr Menschen ertrinken als im Vorjahr. Also wir brauchen dieses Flüchtlingslager in Ägypten. Solange es das nicht gibt, müssen die Menschen an der Außengrenze versorgt werden, also auf den italienischen Inseln, sobald sie aufs Festland weiter transportiert werden, ziehen sie weiter in Richtung Norden und es kommen immer mehr Menschen nach und das Schlimme, es ertrinken immer mehr. Ja, das heißt, Sie wollen tatsächlich, dass diese NGO-Tätigkeiten eingestellt werden? Nein. Da hat man Ihnen ja Unmenschlichkeit vorgeworfen. Ich habe von Anfang an gesagt, man muss unterscheiden zwischen NGOs, die dort gute Arbeit leisten, wie das Rote Kreuz und andere. Und es gibt aber auch NGOs oder Initiativen, die dort mit Schleppern zusammenarbeiten. Und denen soll das verboten werden oder was soll da passieren? Ich erwarte mir von jeder NGO, dass sie nicht mit Schleppern kooperiert. Schlepper sind nicht... Ja, aber was soll passieren? Soll denen das verboten werden, explizit? Es geht nicht um ein Verbot, sondern es geht um den Appell an die Initiativen, das sind ja nicht alle, sondern einige NGOs und Initiativen, die mit Schleppern kooperieren, denen muss klar sein, dass das, was sie vielleicht... Aber das ist ja auch ein Appell, dass sie sagen, die sollen sich zurückziehen, oder? Die sollen sich generell zurückziehen. Nein, die Rettung ist ja nicht der Fehler. Der Fehler ist die politische Entscheidung, die Leute nachher nach Mitteleuropa weiter zu transportieren. Und der zweite Fehler, der von manchen Initiativen dort begangen wird, ist nicht zu sehen, dass die Schlepper Kriminelle und Unmenschen sind, die teilweise die Frauen vorher zwangsprostituieren und die Männer versklaven, bevor sie sie übers Mittelmeer schicken, sondern dass diese manche Initiativen dort glauben, dass man mit diesen zusammenarbeiten kann, weil es Fluchthelfer sind. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, weil mit diesen Menschen zu kooperieren, das führt nicht zu weniger Leid, sondern am Ende zu mehr Leid.